Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part von Bernd das Brot und Theo Möglichen. Jawohl. Im letzten Part haben wir mal wieder viel geschafft. Wir sind hier ja in Lambolien, Lambolien? Langolien. Langolien war es, gelandet. Ja, und haben uns jetzt in den Jagdshop begeben und haben da ein bisschen Plutonium geholt. Ja. Garantiert ungefährlich. Ja, und jetzt brauchen wir noch einen fahrbaren Untersatz und jetzt Genau. wollen wir erst mal den Ring zurückgeben. So ist es. Hier, lieber Langole, damit du deine Hochzeit feiern kannst. Oh, vielen Dank. So, jetzt sind wir der Rolle. Geht bestimmt nicht. Hey. Könnte ich mir die ausleihen? Na klar. Ich brauche sie ja jetzt nicht mehr. Sobald ich erstmal verheiratet bin, darf ich sowieso nicht mehr. Schnief. Na dann, viel Glück mit deinem Jack und danke. Oh, einfach mal Okay, eingepackt. einfach mal So, eingepackt. jetzt gibt man das alles. Dem Busch. Jo. Ein Priegel. Jawohl. Gut, dass ihr hier aufgepasst habt, während ich den fahrbaren Untergrund geschafft habe. Sonst hätte ich das niemals geschafft. Gern geschehen. Echt, Bernd? Nein. Also einmal das. Danke, Bernd. Damit hätten wir schon mal einen wesentlichen Baustein für die Zeitmaschine. Jetzt brauche ich nur noch Plutonium und einen Fluxkompensator. Jawohl, Plutonium. Danke, Bernd. Damit hätten wir schon 1506, 2259. Ach, man hätte auch sagen können, zwei Drittel, aber gut. Jetzt brauche ich nur noch einen Fluxkompensator. da. Danke, Bernd. Dann wollen wir mal sehen. Cool. Darf ich fahren? Nein, Chili. Du würdest sonst nur wieder an der grün leuchtenden Plutoniumbatterie zu. Grün. Darf ich dran lutschen? Ich glaube, ich fahr dann mal. Na dann, auf Ist geht's. das Ding sicher? Natürlich, Bernd. So sicher wie ein ungetesteter Prototyp, der mit spaltbarem Plutonium betrieben wird, ewig fahren kann. Also nicht. Viel Spaß. Ach ja. Danke. Jawohl. Ah, das passiert, wenn man in einem Computerspiel in der Zeit Ach zurückreist. du Es wird Scheiße. pixelig und der Sound wird piepsig. Oh Mist, ich muss mich verstecken. Handtuch. In dem Handtuch. Hinter diesem Stinkhandtuch soll ich mich verstecken? Also gut. Okay, das nennst du also verstecken, lieber Spieler. Ach du Scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt bin ich froh, dass das Bild so pixelig ist. Ich kann nichts hören. Blöderweise war die Sprachausgabe in der Vergangenheit unverständlich. Diktiergerät. Ich meinte, ich verstehe ja auch vieles nicht. Aber mit verstehen meinte ich jetzt was Akustisches, also was mit Hören zu tun hat. One. Wer nicht hören kann, Nee, doch, ach muss so, das lesen. macht er. Ja. Das muss doch das Diktiergerät sein, eigentlich. Kann hier nichts anderes. Okay. Hä? Verstehe ich gerade irgendwie nicht. Vielleicht. Ah, vielleicht gibt es Untertitel. Moment. Muss man das Zack, vielleicht zack. einstellen? Untertitel doch Leider. da. Oh Gott, ernsthaft. Hätte man theoretisch auch vorlesen können. Das stimmt. Oh mein Gott, wie dumm. Okay, dann fahren wir mal zurück. Okay, zurück in die Zukunft. Jawohl. Und Mist.
länger durchgehalten, als ich dachte. Erzähl, was hast du rausgefunden, Berndi? Der eigentliche Auftraggeber des Diebstahls kommt aus Polovien. Polovien? Jakfritz hat nur den Joghurt geliefert. Auf nach Polovien! Bernd, trödelt doch nicht immer. Könntet ihr mich das nächste Mal nicht wieder als Handgepäck aufgeben? Danke! So, jetzt wieder im Flugzeug. Hallo, ihr Klappspaten. Die Sicherheitsvorkehrungen der Service fallen heute aus. Wegen ist nicht. Denn ich bin auf einem Rockkonzert. Rock'n'Roll, Berndi. Woher weiß sie, dass ich da bin? Weil wir immer die einzigen Fluggäste sind. Dafür haben wir sogar die silberne Traveler-Card bekommen. Was kann man damit machen? Nichts. Aber mit der goldenen Traveler-Card hätten wir unendliche Freimeilen und könnten überall hin. Und wann kriegt man die goldene? Das haben sie nicht gesagt. Busch, kann es sein, dass dieser Flug nicht in Polovien landet? Stimmt, Berndi. Aber wenn wir die einzigen Flugzeugflieger sind, dann könnten wir doch den Herrn Pilot fragen. Ja, sicher. Ja. Ja. Ein Magazin. Beklebt mit Sirup. Das Magazin klebt am Hixi-Cola-Sirup fest. Jetzt nicht mehr. Dann haben wir eine Banane da drin. In der Mikrowelle? Ernsthaft? Eine Mikrowelle. Sie hat nur einen Schalter. Bananen auftauen. Okay, dann gucken wir mal Cockpit-Tür. Abgeschlossen. Komisch. Oh. Dass der Pilot während des Fluges keine unangemeldete Gesellschaft haben mag. Ja, komisch. Klopf doch mal an. Klopf, klopf. Herr Pilot, könnten Sie vielleicht in Polovien landen? Ein Affe? Tja, deshalb sind die Preise unschlagbar. Die haben nämlich die Piloten durch rasierte Affen mit Pilotenbrille ersetzt. Oh Gott. Ja, und dumm nur, dass ich kein Äffisch spreche. Mit einem Schallwellenkonservierer, einem passend und permanent Verbindung in Streifenform, könnte ich was regeln. Was brauchen wir jetzt genau? Ja, irgendwas, irgendein Tonding. Wir gucken einfach mal alles durch. Schließfach. Ein Schließfach. Da kann man Dinge verstauen, wenn die Arme nicht zu kurz sind. Sonst hast du es doch auch aufbekommen. Das stimmt. Hm. Nimm doch schon noch den Generalschlüssel. Das hast du nicht gerade. Hallo? Wieso funktioniert das nicht? Hm. Geh ich so auf? Hm. Eine Toilette. Sprich ihn mal an. Sirup. Es ist Dr. Bumblebee Busch. Hm. Ich spreche leider kein Äffisch. Mit einem Schallwellenkonservierer, einem passenden Tonträger, dem Primatensprachcode und Permanentverbindung in Streifenform könnte ich was regeln. Eieiei, okay, Kassettenrekorder vielleicht? Der Retro-Tonträger mit der überaus freundlichen Ansage der Flugbegleiterin. Das nehme ich mal mit zum immer wieder anhören. Besser? Also, wir können praktisch den Sprachcode mit der Kassette. Das funktioniert so nicht. Beziehungsweise ihm. Mit dem Diktiergerät aufnehmen von dem Ding hier. Mhm. Dann. Das hast du nicht. Hallo? Ja, oder man muss es ihm geben. Danke, Bernd. Dann wollen wir mal sehen. So, jetzt ein Schallwellenkonservierer. Der Sprachcode der Affen. Diktiergerät? Eine Permanentverbindung in Streifenform. Ah, warte mal. Ein Schallwellenkonservierer. Schallwellenkonservierer. So, jetzt fehlt mir nur noch der Sprachcode der Affen. Eine Permanentverbindung in Streifenform. In Streifenform. Vielleicht das Magazin? Nein. Sirup. Traveler Card. Das hast du nicht ge... Vielleicht das Sirup? Hallo? Oh, das war jetzt hier. Das funktioniert. Ein Streifenform. Mikrowelle. Warum nicht? In solchen Spielen wird immer alles gedrückt. Drück, drück. Oh, eine aufgetaute Banane. Wie toll.
Und ich hasse Bananen. Naja. Ist der Code wahrscheinlich? Nein, danke, Bernd. Ich mag keine Bananen. Ich mag auch keine Bananen, Busch. Die haben mir in der Schulzeit immer den Ranzen vollgemüffelt. Nee. Mit Sirup? Das hast du. Was gibt's denn noch? Drück mal den roten Knopf. Damit kann man das freundliche Flug und weniger. So. Vielleicht damit. Hallo? Was haben wir denn noch? Was brauchen wir noch? Eine Streifenform, ne? Ja. Erstens. Wie müssen wir die essen? Das funktioniert. Oder du gibst es der Chili. Ich mag die Bananen. Das hast du nicht ge. Hallo? Nee, mag sie nicht. Was haben wir denn noch alles dabei? Wir haben dabei. Schaufel immer noch, ey. Chronzophon, halbes Klebeband und die Dose. Das funkt. Einmal, zweimal. Ich frage mich, wieso man die nicht aufbekommt. Aber gut. Halber Bleistift. Das hast. Das sind ich spreche leider kein Effisch. Ist es eine Hummel? Ist es ein Brillant? So, der Sprachcode, eine Permanentverbindung in Streifen. Permanentverbindung in Streifenform. Hallo? Naja, alles, was wir jetzt haben, das könntest du ihnen theoretisch versuchen zu geben. Nein, danke. Ich mach. So, der Sprachcode, eine hab ich wieder gekriegt. Also. Das hast du. Hallo? Ach, Streifenform, warte mal. Permanentverbindung. Streifenform. Oh, wären Techniker heute ohne sie? Vielleicht beim Lernen? Wie man etwas repariert, ohne es einfach nur mit Klebeband festzupappen? So, jetzt fehlt mir nur noch der Sprachcode der Affen. Ja, den kriegen wir eigentlich davon. Oder nicht? Das war er, glaube ich. So, der Sprach. Geh nochmal hin. Weil irgendwas anderes war diesmal. Nix verstehen. Okay. Wenn wir jetzt den. Was haben wir denn noch? Das funktioniert. Eigentlich doch mit der Banane. Die Banane. Ich probier's nochmal. Nein, danke, Bernd. Ich mag auch. Die haben mir in der Schule. Können wir die vielleicht irgendwie kombinieren? Das hast. Halt. Das funktioniert. Vielleicht muss ich. Hab ich das schon mal probiert? Das Grund zu vorne dahin? Das hast du nicht. Nein. Dose. Hallo? Okay, ist ja auch zu dumm gewesen. Kannst du dir irgendwie das Magazin anschauen oder so? Warum nicht? Es ist nie zu spät, um sich zu bilden. Schade, dass nur noch 3 Artikel lesbar sind. Do you speak? Oh. Wissenschaft tatsächlich. Hat den Sprachcode der Affen entschlüsselt. Wir haben den führenden Affologen Dr. Ronnie Cheetah dazu gefragt. Seine Antwort. Das ist alles ganz einfach. Im Grunde genommen verstehen Affen eh nur Banane. Ist noch was? There's no place. Die 1000 like schrecklichsten home. Urlaubsziele. Platz 11, Pulovien. Man muss schon sehr dumm sein, seine kostbare freie Zeit in Pulovien zu verbringen. Das Land ist arm an Reizen, dafür aber reich an Tropenkrankheiten. Es ist kein Wunder, dass bis heute noch keine Direktflüge angeboten werden. Einzige Attraktion ist die Banana World, die von der irrigen Annahme ausgeht, dass ein Park, dessen Thema
eine schnell im Schulranzen faulbraun und stinkig werdende Südfrucht Kinder in der Oh Mann. Schade für Polovien, dass Affen nicht in den Urlaub fliegen. Nur noch Dancing heidnische with Wolkenbruch. Ritualtänze zum Nachtanzen. Regentanz. Man nehme etwas Blut, rote Farbe, eine Obsidianplatte, eine Voodoo-Maske, eine Rassel. Zuerst malt man großzügig die gebräuchlichen Voodoo-Zeichen für Regenmachen mit Blut, alternativ auf die liegende Obsidianplatte. Danach zieht man sich die Voodoo-Maske auf und rasselt mit der Rassel beim gleichzeitig rhythmischen Hin- und Herhopsen. Wichtig, das Hopsen so lange weitermachen, bis Regen. Das kann je nach Klimazone ein paar Augenblicke dauern. Deshalb Geduld. Wir wünschen viel Vergnügen und gut Wolkenbruch. Okay. Oh, gut, dann müssen wir das Magazin quasi dem hier geben. Nee, wir haben bestimmt die Banane wahrscheinlich jetzt. So, der Oder ich so. Mag auch keine Bananenbusch. Aber das ist halt die einzige Sprache, die die Affen verstehen. Genial, Bernd. So, Momentchen grad. Ich baue schnell. Den FH Translator 4000 XL Deluxe. Was hatte ich erwartet? Hightech Star Trek Bling Bling? Trotzdem bin ich irgendwie enttäuscht. Okay, dann schauen wir mal. Mal sehen, ob das klappt. Hallo? Druck. Ja, bitte. Es funktioniert. Chili Schaf, frag ihn mal, warum die Affen im Zoo immer so gerne Kacke an die Fenster werfen. Das ist Privatsache. Bernd? Frage ihn, ob er uns in Polovien absetzen könnte. Okay, Herr Flieger? Flieg mich gleich, siehst du der. Was zur Hölle? Könnten Sie uns in Polovien absetzen? Da ist es sehr schön um diese Jahreszeit. Also, wenn es schön ist, zumindest. Okay. Banane. Weil in Polovien gibt es die Banana World, ein Freizeitpark, der die gammelige Südfrucht zum Thema hat. Ich könnte wetten, dass die Schlangen vor den Fahrgeschäften überschaubar sind. Oh. Was? Banana World, ich komme. Ich will auch Bananenachterbahn fahren. Wer will es nicht? Aber wir haben einen Fall zu lösen. Ich glaube, dass man mit dem Schaden, den wir mittlerweile angerichtet haben, gut und gerne 3 neue Bronze-Yaks im Stadtpark aufstellen könnte. Bernd, es geht hier ums Prinzip. Immer wenn das Verbrechen zuschlägt, schlagen wir zurück. Und ich mich an die Stirn, wenn meine Arme nicht zu kurz wären. Okay. Wir müssen den Lama-Shop finden. Bestimmt kommt man da ganz ohne Probleme rein. Sei doch nicht immer so negatorisch, Bernd. Darf ich diesmal durchs Fenster fliegen? Was war denn? Okay, ein Bettler. Na, Mister, hast du was für mich? Einen guten Tipp. Bernd nie hält in einem albernen... Alter, das kommt mir gar nicht in den Sinn. Hier verdiene ich wenigstens ehrliches Geld. Da haben Sie recht. Polovianer-Händler. Guten Tag. Haben Sie eine Komplettlösung? Tut mir leid, ich habe nur Ponchos und Hüte. Guten Tag. Ich möchte ein M wie Mist kaufen. Tut mir leid, ich habe nur Ponchos und Hüte. Okay. Gut. Guten Tag. Gut? Was ist gut an diesem Tag, wo ich keine Karten mehr für die Jagdopferung bekommen habe? Vielleicht.
Ist das ein Wink des Schicksals? Für das Jack? Für dich. Vielleicht war es dir vom Schicksal nicht bestimmt. Eine Karte zu haben? Ein Jack zu opfern. Jacks opfern ist falsch. Es gibt doch wahrlich genug Gewalt in der Welt. Komme jetzt bloß nicht mit sowas wie Gewalt ist keine Lösung. Gewalt ist keine Lösung. Verdammt, du hast recht. Das ging schnell. Ja, weil ich es immer schon in mir gespürt habe. Gewalt in der Welt ist, als würde man mit einem Stock gegen den eigenen Schatten kämpfen. Ist das nicht eine schöne Metapher für das ganze Leben? Auf einem Sandstrand. Was? Nackt. Igitt, jetzt nicht. Danke, kastiges Ding, du hast mir sehr geholfen. Mist, kein Strand weit und breit. Sicher? Auf Wiedersehen. Okay. Oh, Toilette. Aber gut, bevor wir auf die Toilette gucken, haben wir es eh schon wieder geschafft für heute. Das ist Wahnsinn, ey. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Das Spiel geht so schnell. Es ist furchtbar. Ich hoffe, das Let's Play gefallen. Ja. Und wir hoffen natürlich, dass ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Bis dahin. Bis dahin. Ciao.